Inforadio Podcast. Richtig viel Jubel gab es ja gestern Abend noch nicht, viel zu viel war noch unsicher, aber dann gab es doch ein paar Menschen in Berlin, die richtig laut jubeln konnten, nämlich die von der Initiative Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Sie haben mehr als 56,4% der Wähler überzeugen können, 56,4% stimmten mit Ja. Ziel des Begehrens, privaten Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen sollen die Immobilien zwangsweise abgekauft werden vom Senat. Um rund 240.000 Wohnungen von einem Dutzend Unternehmen wird es wohl gehen. Einer der Sprecher der Initiative ist Rusbe Taheri. Schönen guten Morgen, Herr Taheri. Guten Morgen. Hut ab, da haben Sie einen riesigen Erfolg eingefahren. Sind Sie selber davon überrascht? Also von der Größe des Erfolges bin ich schon etwas überrascht. Also wir hatten in den letzten Wochen gemerkt, dass die Zustimmung zunimmt und dass wir eine sehr gute Chance auf einen Erfolg haben. Aber dass es so eindeutig ist so überwältigend, hätten wir selbst auch nicht gedacht. Worauf führen Sie das zurück? Was wird die Wähler überzeugt haben? Ich glaube, dass es zwei Elemente sind. Einmal, dass das Thema Wohnen und Mieten das wichtigste Thema für die Berlinerinnen und Berliner ist. Das zeigen die auch seit Jahren die Umfragen. Und andererseits, dass sie uns geglaubt haben. Es gab ja eine Gegenkampagne gegen uns mit Angstmacherei und auch Lügen und so weiter. Wir waren aber glaubwürdiger. Und deshalb hat die Mehrheit beschlossen, uns zu vertrauen und diese großen Immobilienkonzerne ein Zeichen zu geben, dass sie nicht mehr gewollt sind in dieser Stadt. Merkwürdigerweise gab es ja nur eine Partei, die sie unterstützt hat in diesem Wahlkampf, nämlich die Linke. Und gerade die hat kräftig verloren bei der Abgeordnetenhauswahl, nämlich 4,3 Prozentpunkte ging es runter. Es ist unwahrscheinlich oder zumindest nicht sehr wahrscheinlich, dass sie wieder in die Regierung kommt. Macht es da es für sie schwerer, ihr Begehren auch tatsächlich in die Tat umzusetzen? Das macht das für uns etwas schwerer, das ist richtig. Aber wir vertrauen auf unsere eigene Stärke. Wir müssen so stark sein und auch weiterhin bleiben, dass keine Regierung drumherum kommt, den Willen der Bevölkerung umzusetzen. Und wissen Sie, wenn eine Regierung den Willen der Bevölkerung, ein so eindeutiges Ergebnis ignorieren will, dann wird das auch so eine Gegenreaktion der Bevölkerung führen. Und wir haben gerade mit direkter Demokratie in Berlin durchaus ein Mittel und ein Instrument, selbst Gesetze und Entscheidungen durchzusetzen. Also die Zeit, dass als die Regierung machen konnte, was sie will, und die Wähler bis zur nächsten Wahl warten mussten, ist vorbei. Beim Flughafen Tegel konnte sie das ja noch. Da gab es auch einen Entscheid, der eigentlich dafür war, den Flughafen offen zu halten. Und trotzdem wurde er geschlossen. Droht Ihnen das auch? Das kann natürlich versucht werden, aber wir haben aus diesen Geschichten gelernt und wir wissen, dass wir eben den Druck aufrechterhalten müssen. Wir werden nicht unsere Strukturen auflösen, nach Hause gehen und jetzt einfach darauf hoffen, dass die Regierung irgendwas macht, sondern wir werden weiterhin aktiv bleiben. Nur wenn wir stark sind, wird die Regierung gezwungen sein, diesen Vorschlag umzusetzen. Eine wichtige Aufgabe für die kommende Regierung in Berlin im Abgeordnetenhaus, wie auch immer sie zusammengesetzt sein wird. Schönen Dank. Das war der Sprecher der Volksinitiative oder der Initiative Volksbegehren, so rum Deutsche Wohnen und Co. enteignen, Rusbe Taheri. Danke für das Gespräch an diesem Montagmorgen. Inforadio Podcast.